macht Spaß. Es ist Heiligabend in Ponty Pandy und Derek plant seinem Cousin Norman Price in einem Schneemann-Wettbewerb zu besiegen. Solange Norman damit beschäftigt ist, Tante Dillis zu helfen, wird er es nicht bemerken, dass ich schon lange angefangen habe, meinen spektakulären Schneemann zu bauen. Derek beginnt damit, das Zubehör für seinen Schneemann in den Schlitten zu packen. Derek bemerkt, dass es gerade anfängt zu schneien und schnappt sich kurz entschlossen Normans Skiausrüstung. Schnee hält mich heute nicht auf. Tante Dillis wird schimpfen, wenn ich meinen Helm nicht trage. Widerwillig setzt er ihn also doch auf und macht sich auf den Weg zum Stadtrand. Währenddessen bereitet sich Gareth in der Bergstation auf die Feierlichkeiten in der Stadt vor. Das wird das magischste Weihnachtsfest überhaupt. Mein Zug wird wunderschön aussehen. Ich muss alle Teile des Zugs säubern, damit er perfekt aussieht. Ein paar Schneeflocken beginnen, um ihn herum zu Boden zu rieseln. Schau mal, meine Lokomotive strahlt wie neu. Gareth bewundert den glänzenden roten Motor. Was denkst du, Nipper? Er sieht sich nach seinem Hund um. Doch er ist nicht hier. Wo ist Nipper? Gareth reinigt seinen geliebten Zug sorgfältig und beginnt, alle Teile wieder zusammenzusetzen. Gareth kann Nipper nirgends finden. Er muss auf Erkundungstour sein. Er seufzt und packt seine Kiste mit Weihnachtskugeln aus, um den Zug zu schmücken. Mein Zug sieht so festlich aus. Wo sind nur die selbstgemachten Kränze der Schulkinder? Derek baut ganz in der Nähe der Bergstation einen Schneemann. Ha, das wird der erste Schneemann sein, den die Jury sieht, wenn sie ankommt. Sie wird so begeistert davon sein, dass ich sofort den ersten Preis gewinne. Er lacht, verschluckt dabei aber eine Schneeflocke und muss daraufhin husten. Es schneit nun sehr stark. Ich muss einen Unterstand finden. Ein Schneemann zu bauen ist anstrengend und es wird sehr kalt. Er holt eine alte Landkarte raus, doch der Wind weht sie davon. Nein! Er weint traurig vor sich hin und sieht sich um. Er sieht eine Höhle. Dort werde ich warten. Durch das Fenster der Bergwacht beobachtet Sam, wie Gareth nach Nipper ruft. Plötzlich hört man das Funkgerät. Officer Steele ist am Apparat. Er teilt mit, dass Normans Cousin, Derek, verschwunden ist. Er muss draußen im Schnee unterwegs sein, da er die Skier mitgenommen hat. Sam sitzt an seinem Tisch und breitet vor sich eine aktuelle Karte des Gebiets aus. Welchen Weg hat Derek wohl gewählt? Fragt er sich. Er entschließt sich, dass die Höhlen und der Weg ins Tal die besten Plätze für den Start der Suche sind. Sam funkt Gareth an und teilt ihm die Notlage mit. Wir brauchen eine Taschenlampe, ruft er zu Gareth und packt das Bergrettungsset. Sam und Gareth treffen sich draußen. Nervös zählt Gareth das Equipment durch, was er finden konnte. Ein Feuerlöscher und ein Verbandskasten. Falls er verletzt ist, brauchen wir das Erste-Hilfe-Set. Und wenn wir auf ein Feuer stoßen, benötigen wir einen Feuerlöscher. Sam klopft Gareth beruhigend auf die Schulter. Lass uns alles mitnehmen. Derek kann in der dunklen Höhle nichts sehen. Allerdings bemerkt er ein seltsames Geräusch. Er sieht sich ängstlich um. Das schnüffelnde Geräusch kommt näher, bis etwas Feuchtes seine Hand berührt und ihn ableckt. Derek schreit vor Schreck und erschreckt damit auch eine Fledermaus über ihm, die ängstlich quietscht. Sam und Gareth werden von einem panischen Derek überrascht, der von einer Fledermaus verfolgt aus der Höhle rennt. Sie sehen, wie Derek mit voller Geschwindigkeit gegen den Prellbock des Zuges läuft. Die Fledermaus versteckt sich schnell im Zug. Die Wucht von Dereks Zusammenstoß mit dem Prellbock bringt einen Baum zum Wackeln.
wodurch Schnee von den Ästen rutscht und auf Derek fällt. Sam und Gareth laufen schnell zu ihm. »Bist du verletzt?«, fragt Sam. »Nein«, murmelt Derek, »aber es ist so kalt, dass ich mich nicht bewegen kann.« »Okay, wir schaufeln dich frei, bevor dir noch kälter wird.« Als Derek wieder im Warm und Trocknen ist, erzählt ihm Sam, dass alle besorgt um ihn waren. »Du solltest niemals alleine unterwegs sein.« Derek schaut besorgt, aber Sam ist verständnisvoll. »Okay, es ist zu spät, um dich jetzt nach Hause zu bringen. Du wirst uns helfen müssen, den Zug zu dekorieren, damit du nicht wieder in Schwierigkeiten gerätst.« Gareth nickt und reicht ihm eine Kiste mit Sternen. Sam fügt noch die elektrischen Kerzen hinzu. Derek fragt, weshalb es keine echten Kerzen gäbe. »Es ist viel sicherer, diese zu nutzen, wenn viele Menschen vor Ort sind. Wir hatten letztes Jahr ein Feuer.« Zum Schluss kommen die vier großen Kränze. Sie machen einen Schritt zurück, um ihre harte Arbeit in Augenschein zu nehmen. »Es sieht atemberaubend aus«, sagt Gareth. »Ich wünsche, ich könnte Nipper finden. Ihm würde es doch auch gefallen. Wir müssen ihn finden, bevor es dunkel wird.« »Ah, ich glaube, ich weiß, wo er ist«, sagt Sam. »Gareth, hast du eine Öllampe?« »Ich fürchte, die Batterien der Taschenlampe könnten nicht ausreichen. Wir werden zurück zur Höhle gehen«, sagt Sam. Derek sieht besorgt aus. »Aber was ist mit dem Höhlenmonster?« Sam zwinkert Gareth zu, welcher davon leicht verwirrt ist, aber dann langsam lächelt. »Warum nimmst du nicht diesen Besen zur Verteidigung und benutzt das Fernglas, um auf uns aufzupassen?« In der Höhle pfeift Gareth leise mit seiner Lokführerpfeife. Aus der Dunkelheit springt ein nasser und kalter, aber glücklicher Nipper. Er springt Gareth und Sam freudig schleckend an. Derek starrt und realisiert langsam. »Nipper war das Höhlenmonster?« Als er seinen Namen hört, springt Nipper auf Derek und leckt ihm das Gesicht ab. »Eh, du sapperst!« Sam und Gareth lachen und alle machen sich auf den Weg ins Tal. Die Feierlichkeiten beginnen. Derek gewinnt zwar nicht den ersten Preis beim Schneemann-Wettbewerb, bekommt jedoch einen Preis dafür, ein lebensechter Schneemann geworden zu sein. Wir wünschen euch allen eine fröhliche Weihnachtszeit. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch bitte einen Daumen hoch, hinterlasst einen Kommentar oder lasst sogar ein Abo da. Bis bald auf Spielen macht Spaß!